Einen wundervollen guten Tag wünschen Holger und Andi und wir begrüßen euch hier bei uns in der Whisky-Zone und ja, haben euch einen hoffentlich netten Whisky mitgebracht, einen Blair Ethel, 12 Jahre alt. Und wir haben ihn deswegen hier auf dem Tisch, weil wir kürzlich hier von Douglas Lang genau die Partikulargeschichte probiert haben. Vielleicht... wer das Video noch nicht gesehen hat oder schon gesehen hat, wird sich halt daran erinnern. Und wir waren sehr, sehr begeistert und deswegen haben wir gesagt, so, gucken wir mal, was der 12-Jährige so hergibt. Genau, wir hatten auch bei dem 21-Jährigen eine Lagerung in teilweise Sherryfässern. Und, was heißt teilweise in Sherryfässern. Und da haben wir uns doch gedacht, wo kommt denn bitte diese süße, aromatische Note her, diese Popcorn-Note. Also der war echt geil. Also dieses Karamell und dieses Neue im Geschmack. Und da dachten wir uns, wir probieren mal jetzt die 12-jährige Abfüllung, um zu sehen, ob es nicht eventuell doch der Brennerei-Charakter ist. Ne? Mhm. Ja. Das wäre natürlich eine tolle Schiene, weil also ich hatte hier der Äpfel nämlich noch überhaupt noch nicht auf dem Trichter. Genau. Wenn das jetzt... ähnlich schmeckt das Ganze, dann rückt da ein großes Stück vor. Vielleicht sogar in die Top 10. Also ich war echt begeistert. Also wirklich, kann man empfehlen, ja. Wir gewinnen dadurch nichts, dass wir das sagen. Das ist die ehrliche Meinung. Genau. So. Nee, also Blair Ethel wird in der Flora und Fauna Serie vertrieben. Doch, okay. Das sind Erinnerungen, die da wach werden, die an den 21-Jährigen erinnern. Ja, nee, wird also in der Flora und Fauna Serie vertrieben. Die wird von Diageo selber auferlegt. Ja, früher war das die United Distillers, die haben diese Serie geschaffen und die gingen dann 97 in Diageo mit ein. Das ist eine Serie von Brennereien, die eigentlich nur für Blends abfüllen. Mhm. Und ja, unter der Flora und Fauna Serie doch mal Single Malt mit rausbringen. Die werden sozusagen auch bei Whisky-Fans und Liebhabern, wird diese Flasche als Originalabfüllung angesehen. Mhm. Auch wenn es halt als quasi unabhängiger Abfüller gilt, aber eigentlich auch wieder nicht. Ist ja eigentlich auch nicht so wild. Ja, genau. Was haben wir hier? 43% Alkohol. Ja. Denke mal Farbstoff, es ist nicht direkt angegeben, aber ich denke mal Farbstoff wird hier verwendet. Ja. Und die Lagerung, wie gesagt, auf jeden Fall zum Teil in Sherryfässern. Ja. Ja, genau. Nichtsdestotrotz eine schöne Farbe hat er trotzdem, ja. Soll ich es trotzdem mal, soll ich's mal zeigen? Ach, ich zeig's einfach. So. Oh, dieses Aroma. Also, finde ich gut. Ja, der riecht bisher, schnuppert bisher. Also dieses Aroma ist absolut, absolut einmalig. Also man hat wirklich hier einen Brennerei-Charakter, glaube ich, an den Tag gelegt. Ey. Doch, ja. Also gern wir uns auch streiten, ja. Da sind wir uns ja doch einig, ja. Das ist gut. Und wunderbar süß, wunderbar rund. Ausgeglichen mit viel Frucht. Ein bisschen Eiche. Sherry. Malz eher schon weniger, also die Eiche dominiert da. Also man hat ja schon eine gewisse Reife an den Tag gelegt, dass diese Malznote schon etwas verschwindet, also mehr im Hintergrund ist. Ja, wäre völlig, völlig unaufdringlicher. Das schmeichelt einen so richtig schön die Nase. Doch, ich glaube, ich will es ja nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, wenn der Geschmack nur teilweise so gut wird, dann... Manchmal kann man das nicht wissen, ja? Ah, okay. Na, lass uns doch da einfach mal ausprobieren. Ja. Na denn. Ist das geil, dass man diese Ähnlichkeiten dann doch findet, ja. Also diese süße Note, diese richtig schöne, prägnante, voluminöse Note ist einfach Brennerei-Charakter. Man hat es hier beim 12er genauso wie beim 21er. Wahnsinn. Ich habe es letztes Mal auch gesagt, man denkt schon fast an so einen richtig schönen Single Grain. Schön alt, schön süß, schön eichig. Wow. Also es geht gar nicht. Man denkt am Anfang, dass die Eiche und wie so diese Sherry-Noten überlagert, macht sie aber nicht wirklich. Ach, jetzt im Nachhinein hast du aber gleich einen anderen Geruch in der Nase, nachdem du probiert hast. Ja, stimmt schon. Früchte werden so ein bisschen dunkler. Ah, du hast von allem so ein bisschen dabei, genau. Aber ganz viel Eiche. Ja. Ganz cremig auf der Zunge. Gewürze, Pfeffer, so ein bisschen am Anfang, da gibt er einen so einen kleinen Tritt mit. Aber die Schmerzen lassen auch gleich wieder nach. Und dann kommt der Sherry und dann kommt die Eiche, dann kommt die Süße, er wird leicht trocken. Nussig. Auf jeden Fall ist ein Nussaroma. Nicht so, diese Schokoladennoten sind eher nicht so präsent, eher so ein nussiger Charakter.
Ich kann das. Ich glaube, die Flasche muss ich dann. Erübrigt sich jetzt die Frage, was wir mit dem Rest machen, ja? Mit dem Rest, den werden wir bei uns, ja, den werden wir nicht, nee, ja, behalten nicht, aber den werden wir auf jeden Fall auf der Privatseite irgendwo abstellen. Nee, sehr schön. Richtig schön ausbalanciert, richtig rund. Fazit, ja. Wolltest du noch was? Also, ich wollte ganz kurz mal Abgang sagen, der Abgang ist schön lang. Muss auch Andi gefallen, der wird so ein bisschen trocken am Ende. Ja, das gefällt mir sehr gut, ja. Leicht stumpfe Zähne macht er. Genau. Ja, das ist echt gut, ja. Was wir jetzt nicht erwähnt haben, ist Rauch, dem ihm irgendwie nachgesagt wird, aber ich krieg's nicht gegriffen, tut mir leid. Also nein, auch. Manchmal vergisst man einfach zu erwähnen, weil der Whisky einen überhaupt nicht daran erinnert. Ja, genau. Die Beschreibung sagt, es wird in einem leichter Rauch nachgesagt. Und wie ich immer so schön sage, man kann manchmal auch Rauch mit Eiche so ein bisschen, genau, ein bisschen verwechseln. In dem Fall ist es vielleicht so. Genau, so verkohlte Eiche, verkohlte Holznoten. Ne? Aber genau, ich glaube nicht, dass wir hier wirklich von Rauchanteilen irgendwo im... Obwohl, jetzt stell dir vor, da also wären noch so mal so 10 ppm irgendwie so... 10 ppm, aber... so meinst du extra, wenn es extra so wäre? Nö, ich meine, wenn noch so ein bisschen Rauch würde jetzt auch noch... würde ihm ganz gut tun, ja. Finde ich jetzt so als Bonus. Aber er hat schon genug. Also er ist schon... ich würde ihn als komplex beschreiben. Also mir reicht es auch so. Also muss jetzt nicht unbedingt noch Rauch oben drauf gesetzt werden, nur um das ganze Ding nochmal weiter auszubauen. Alles gut, alles super. Ja, was würdest du sagen für ein Fazit? Achso, Fazit, Brennereicharakter, würde ich sagen, ja. Absolut gelungen. Ja. Eigentlich fast schade, dass halt ein Großteil in die Blendindustrie geht. Ja? Also im Vergleich mit dem jetzt hier, meine ich jetzt. Also man erkennt ihn wieder auf jeden Fall. Ja. Und ist natürlich schade, was du gesagt hast, ein Großteil in die Blendindustrie geht. Ja. Genau. Also geht halt wirklich in Belz ein, aber eigentlich können sie auch mehr und mehr Single Malt abfüllen. Lohnt sich einfach. Ja. Nee, schön. Wahnsinn. Probiert es mal wirklich aus. Wenn ihr eine Chance habt, eine Flasche zu ergattern, glaube ich, wir haben auch einen ganz guten Preis dran stehen. Ne? Ja, mit Sicherheit. Deutschlandweit. Ja. Also, Wahnsinn. Probiert's aus. Besucht unsere Seite und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.